Heute wollen wir über die EasyMax-Serie sprechen. Die EasyMax-Serie ist unsere erfolgreichste Mic-Max-Serie. Ich habe ein aktives Gas, in dem Fall 82% Argon, 18% CO2. Das CO2 ist aktiv, daher kommt der Name, Metall-Aktivgas-Schweißen. Es gibt unterschiedliche Drahtdurchmesser von 0,8, 1,0, 1,2, je nachdem, welche Blechstärke ich habe. Wenn ich jetzt Edelstahl schweißen möchte, dann lege ich eine Edelstahlrolle auf und ich brauche dann das Gas 98% Argon und 2% CO2. Also hier brauche ich weniger aktive Bestandteile. Wenn ich Edelstahl schweißen möchte, muss ich das Schlauchpaket umrüsten. Hier habe ich ein handelsübliches Schlauchpaket. Hier gibt es in unterschiedlichen Längen, 3, 4 und 5 Meter. Unsere Schlauchpakete haben alle einen Eurozentralanschluss. Der Eurozentralanschluss ist an den meisten handelsüblichen Schweißgeräten. Hier läuft mein Draht durch, hier läuft mein Gas durch, das ist mein Steuerleitungsstecker und durch das gesamte Schlauchpaket läuft mein Strom. Wenn ich jetzt das Schlauchpaket umrüsten möchte, dann löse ich diese Schraube, dann kann ich die Seele hier rausziehen. Dazu legt man das Schlauchpaket am besten geradeaus. Und dann kann ich ganz einfach meine Seele rausziehen. Und hier sieht man auch den Grund, warum ich das mache. Die Seele ist aus Stahl und wenn ich Stahlpartikelchen auf Edelstahl habe, dann fängt Edelstahl an zu rosten. In dem Fall nehme ich eine Kunststoff- oder Teflonseele, führe die ein und schon kann ich Edelstahl schweißen. Hier habe ich meinen Manometer. Wenn die Flasche voll ist, zeigt der Druck bei 200 Bar an. Also die Flasche ist jetzt noch voll. Und der rechte Manometer sagt meine Liter pro Minute, die vorne ankommen. Es gibt eine Faustformel, Drahtdurchmesser mal 10, dann habe ich die einzustellende Literzahl pro Minute. Also Beispiel bei 1 mm Draht mal 10, also 10 Liter pro Minute sollte ich dann hier einstellen. Hier schalte ich 2-Takt, 4-Takt, Punktschweißen oder Gastest ein. Beim 2-Takt-Schweißen drücke ich und lasse los. Also ich schweiße und wenn ich aufhören möchte, lasse ich los. Das ist der erste und zweite Takt. Beim 4-Takt-Schweißen drücke ich, schweiße, wenn ich jetzt längere Nähte habe. Und wenn ich aufhören möchte, drücke ich und lasse wieder los, der dritte und vierte Takt. Hier schalte ich mein Gerät ein. Hier sehe ich auch, dass das Gerät jetzt läuft. Und hier sehe ich, wenn das Übertemperatur hat, also wenn es zu heiß wird. Hier kann ich die Zeit einstellen zum Punktschweißen, mein Drahtrückbrand, meine Drahtgeschwindigkeit. Hier kann ich meine Stufe einstellen. Jetzt wollen wir den Draht einfädeln. Ich habe den Draht schon mal eingelegt. Wir haben einen 1 mm SG2 Draht. Wir haben hier einen 4-Rollen-Antrieb verbaut. 4-Rollen-Antrieb hat den Vorteil, dass der Draht besser gefördert wird. Den muss ich hier lösen und jetzt kann ich den Draht einfädeln. Die Rollen sind immer für 2 Durchmesser gedacht. Das heißt, wenn ich die umdrehe, sieht man hier, kann ich die auf 2 Durchmesser laufen lassen. Dann muss ich wieder alles schließen. Der Handpressdruck sollte so sein, dass der Draht gerade packt, also dass ich ihn nicht mehr zurückziehen kann. Das reicht aus. Also wenn ich zu stark drehe, dann wird mein Draht verformt und der Motor muss mehr leisten. Also der Draht sollte gerade packen. Das haben wir jetzt geschafft. Zusammenfassend kann man sagen, die EasyMax-Serie, die fängt an bei 170 Ampere und geht hoch bis 300 Ampere. Also für jeden Einsatz haben wir das richtige Gerät. Wichtige Details, das Schlauchpaket zum Beispiel ist nicht gerade eingebaut, sondern schräg, damit das Schlauchpaket nicht abknickt und länger hält. Wir haben große Räder verbaut. Das macht es einfacher, wenn ich in der Werkstatt bin, über Kabel ziehe. Die EasyMax-Serie ist gedacht für Landwirte, Betriebswerkstätten, für alle, die mal im Profibereich schweißen möchten. Das Gerät ist sehr robust gebaut, also auch sehr langlebig und besticht durch bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.